Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und heute zeige ich euch, wie ihr mit Fächerpinsel Tannenbäume selber in Aquarelltechnik malen könnt. Wie ihr seht, die vierte Kerze ist noch nicht an. Das heißt, ihr könnt selber zu euren Liebsten Weihnachtskarten zu gestalten. Und mit meinen Tipps und Tricks werdest du sehen, wie einfach das ist. Und nach dem Intro geht es los. Jetzt, wie ihr seht, habe ich jetzt alles bereitgestellt und dann können wir anfangen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir für Aquarellmalerei verschiedene Pinsel benutzen werden. Und hier seht ihr, das ist Nummer 1 und Nummer 6. Mit denen machen wir feine Arbeit und wir werden dann heute zwei Fächerpinsel benutzen. Ich habe extra zwei genommen, damit ihr seht, was für Unterschiede gibt. Das ist, eine ist die Bürstenpinsel, die ist ein bisschen härter und der andere ist synthetisch Pinsel. Ja? Und wie gesagt, wenn ich jetzt anfange zu malen, werdet ihr Unterschied sehen und dann könnt ihr entscheiden, was es euch besser passt. Ich liebe eher Bürstenpinsel, aber das ist immer Geschmackssache. So, wir werden mit Aquarellfarben benutzen, ohne Vorzeichnen und wir fangen mit Bürstenpinsel an und dann ich nehme ein bisschen Wasser, ein bisschen abtupfen, mit hellerer Farbe, weil wir werden auch ein bisschen mit Licht und Schatten arbeiten. Hellere Farbe, ein bisschen Wasser. Und ich zeichne heute zwei Tannenbäume. Vielleicht werde ich dann auch drei machen, aber so geplant waren zwei. Eine ist ein bisschen versetzt. Die Komposition auch wichtig. Ich würde das nicht mittig machen, sondern ein bisschen versetzt. Und ich fange einfach unten, wie ihr seht, einfach so zu tupfen. Ja? Und dann gehe ich Höhe, Höhe, Höhe. Das ist erstmal, dann überall kommen ein bisschen Spritzer, das ist auch sehr gut. Und dann kann ich meine Pinsel hier unten so flach legen und nach unten immer nur mit Spitze arbeiten. Und ich sage, das ist erstmal so, die Form ist okay. Und dann kann ich die andere mit anderen Pinsel zeigen, damit ihr einfach Unterschied seht. Einfach auch wieder Wasser nehmen, die gleiche grüne Farbe. Und hier tupfe ich, dann entsteht so ein bisschen kleineres Bild. Und wie ihr seht, da kommen nur Punkte, Punkte, Punkte. Da muss man das Pinsel so bewegen, damit so dieses, der Tannenbaum hat Kronen. Ja, deswegen, man kann die auch nehmen, aber die muss man mehr drehen. Ja, das ist halt Unterschied, dass ihr das mal gesehen habt. Ich nehme wieder meine größere Pinsel und jetzt dunkelgrün dazu. Weil Malerei besteht aus Licht und Schatten. Und jetzt mache ich nur, ich sage, Licht kommt von da, dann mache ich nur an diese Seite, bringe ich ein bisschen Schatten an. Ja, wenn das zu viel ist, kann ich die Farbe ein bisschen abtupfen und nur auf eine Seite ein wenig Schatten bringen, auf andere Tannenbaum auch. Und jetzt nehme ich meine dünne Pinsel, die ist wirklich dünn, und ich ziehe. Heute arbeiten wir nur mit hell und dunkelgrün. Hier die Spitze von Tannenbaum nach oben. Es wird einfach so gezogen. Hier unten dazwischen so ein bisschen Stiel, dann Stiel gezeichnet. So. Und was man auch noch dazu machen kann, ich wasche jetzt meine Pinsel, diese feinere. Und ich nehme, sonst nehme ich selten weiße Farbe bei Aquarell. Aber hier ist das schön, dass es so ein bisschen wie Schnee. Und die Farbe wird ein bisschen heller, einfach weiße Farbe nehmen und dann auch rein tupfen. Dann entsteht auch noch zusätzliche feinere Struktur, da kann man Tannenbaum auch weiter ein bisschen vergrößern, die Äste nach außen ziehen. Dafür ist diese feinere Pinsel ganz gut und dann nochmal ein bisschen weiß nehmen und auf andere Seite tupfen. So. Dann nehmen wir jetzt unsere mittlere Pinsel und nehmen wirklich dunkleres Grün und machen jetzt noch kleine Akzente, noch ein paar Schattenpunkte sozusagen, nur im unteren Bereich, damit die Tannenbäume im Wald richtig schön stehen. Was man auch machen könnte, man könnte einen Tannenbaum zum Beispiel in helleren Blau dazu am Hintergrund tupfen. Das mache ich jetzt auch. Das ist bei mir jetzt spontan die Idee gekommen. Und dass man dann hinten einfach so sagt, okay, da habe ich noch ein paar hellere Tannenbäume, die dann auch stehen. Und so entsteht so ein bisschen tiefer gleich im Bild. So mehr ist das nicht. Und mit feinem Pinsel kleine Stiele setzen.
nach unten. Und hier die Spitze vom Tannenbaum. Und damit das Ganze noch interessanter wird, zum Beispiel, man kann Wasser nehmen, grüne Farbe nehmen oder eine andere. Und ein paar Spritze. Hier könnt ihr schreiben Merry Christmas oder Happy Fröhliche Weihnachten. Ein paar Kleckse. Und dann ist das eure Tannenbäume-Waldbild fertig. Jetzt habt ihr gesehen, wie einfach es ist, Tannenbäume mit Fächerpinsel zu malen. Und ihr seid Künstler, es sollte nicht unbedingt grün sein, es könnte einmal lila sein oder orange. Insoweit, seien Sie kreativ, experimentieren Sie, probieren Sie was aus. Und natürlich, wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook. Und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Viel Spaß bei Weihnachtskarten zu kreieren und bis zum nächsten Mal, eure Dara.